Kongruenz und Ähnlichkeit. Kongruenz bedeutet eigentlich, dass zwei Figuren deckungsgleich ist. Wenn wir diesen Becher hier haben zum Beispiel, und diesen Becher, die sind dann kongruent, weil die deckungsgleich sind. Dann kann man die irgendwie anders hintun oder so, aber die sind deckungsgleich. Zwei Figuren, die kongruent sind, sind zwar auch ähnlich, aber ähnlich verwendet man sonst, wenn zum Beispiel der eine Figur kleiner ist oder größer als die andere Figur, so wie in diesem Fall. So ähnlich, kongruent. Kongruente Figuren können ja dann anders, kann man dann zum Beispiel an einer Geraden spiegeln. Wie in diesem Fall, wir haben diese Katze hier. Und falls wir das dann an einer Geraden spiegeln, dann kommt es sozusagen auf der Seite. Und dann stellen wir uns vor, dass wir eine Gerade hier haben. Das wurde jetzt ein bisschen schief, aber. Und dann muss man schauen, dass diese Ohr, die blau ist, kommt dann hier. Das ist sozusagen gespiegelt. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel, wenn man etwas hier hat und dann vielleicht schiebt, sozusagen. Dann hat man es durch Schiebung gemacht. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sie hat, dann macht man eine Drehung. Und dann hat man es mit einem Winkel sozusagen gedreht. So jeder Teil ist sozusagen mit einem Winkel, durch einen Winkel gedreht worden. Winkel Alpha zum Beispiel. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine Punktspiegelung hat. Wir haben dort einen Punkt hier. Wir haben unsere Figur. Punkt ist hier. Unsere Figur ist hier. Das kommt halt so hin. Dann ist eine Punktspiegelung. So sozusagen, so jeder Teil wird dann gespiegelt an den Punkt. So. Und das war es mit Kongruenz, Ähnlichkeit, Drehung, Schiebung, Spiegelung.